Ja, wir stehen hier mitten in Hamburg auf dem Brahmsplatz, direkt vor diesem schönen neobarocken Bau der Leishalle. Die Leishalle wurde bereits 1908 feierlich eröffnet und sie war damals eines der schönsten, modernsten Konzerthäuser Deutschlands und das ist gewissermaßen immer noch. Die Leishalle hat drei große Konzertsäle. Von der Größe her betrachtet sind diese Säle ähnlich groß wie die Säle in der modernen Elbphilharmonie. Und noch etwas haben diese beiden Häuser gemeinsam. Elbphilharmonie und Leishalle werden beide von dem gleichen Generalintendanten, Herrn Christoph Liebensolter, geleitet. Inzwischen sind hier die Symphoniker Hamburg verortet. Das ist also das Residenzorchester hier in der Leishalle. Wie konnte sich die Stadt Hamburg um die Jahrhundertwende damals einen solch prächtigen Bau eigentlich leisten? Die Stadt hat damals schon von zahlreichen Stiftern und Förderern profitiert. Und so war es damals der Reeder Karl Heinrich Leis, der Stadt 1,2 Millionen Goldmark vermachte nach seinem Tod zum Bau dieses Hauses. Die Stadt stellte dann das Grundstück zur Verfügung und dann wurden die Architekten Erwin Meerwein und Martin Haller beauftragt. Das waren Architekten, die hatten sich schon mit dem Bau des Hamburger Rathauses einen großen Namen gemacht. Und damals erfolgte der Bau dann an dieser Stelle auch tatsächlich pünktlich im Kostenrahmen, hanseatisch, also völlig korrekt.